Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also mal ausnahmsweise ein Satz zur AfD. Also ausgerechnet die Truppe, die, ihr habt den Artikel hier, ausgerechnet die Truppe, die auf Fraktionssitzungen mehrere 10.000 Euro für Schnittchen und Mettigel rausballert, sich hier als moralisch wichtig zu stellen, das ist echt nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Da ich heute relativ gut gelaunt bin, müssen wir ja jetzt nicht so weit gehen. Aber ich möchte mal feststellen, dass in der Kernzeit hier des Bundestages nicht ein einziger Minister der Bundesregierung anwesend ist. Das halte ich für inakzeptabel, um das deutlich zu sagen. Wenn ich in meinem Wahlkreis, was weiß ich, in Bitterfeld-Köthen oder Bernburg abends mal zu einer Party gehe oder zu einem Bier gehe, da kriege ich maximal ein Pilz 03 ausgegeben. Aber da hängen keine Leute rum, die fast 10.000 Euro mir in die Tasche stecken. Das ist der Unterschied. Minister Heil, immerhin ist ja mal ein Minister hier, ich frage mich, wo die alle übrigens sind, sagt, Hälfte der Befristung ohne Sachgrund, das muss aufhören. Und er, also Minister Heil, will das innerhalb eines Jahres anpacken. Zu dem, was wir heute diskutieren, um das mal einzuordnen für die Menschen, die hier zuhören und das Ganze mitverfolgen. Wenn Sie innerhalb von 9 Tagen den Pflegemindestlohn erhöhen würden und die sachgrundlosen Befristungen endlich abschaffen würden, dann kann man anders über die Parteienfinanzierung diskutieren. So ist die Sachlage. In den Zeiten der Pandemie überhaupt Pflegepersonal und Kräfte in Krankenhäusern überhaupt zu feuern, das ist ja schon völlig bekloppt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht noch deutlich bekloppter. Im Jahr der Pandemie, im Jahre 2020, wurden allen Ernstes in der Bundesrepublik 21 Kliniken dicht gemacht. Das sind doch kaputte Zustände. Wo leben wir hier eigentlich? Und eins will ich noch mal deutlich sagen, liebe Freunde von der FDP, diesen Impfstoff in so kurzer Zeit zu entwickeln, hätte es ohne den Staat gar nicht gegeben. Um das hier mal klar zu sagen, Millionen Euro Steuergelder sind dort hineingeflossen. Es hätte der Markt einen Scheiß geregelt, um das mal ganz deutlich zu sagen. Gehen Sie mal hier in die Schulen in diesem Land. Ich mache das jeden Morgen, wenn ich die Kids dahin bringe. Gucken Sie sich das doch mal an. Was ist das denn? Da haben wir letztes Mal doch schon drüber gesprochen. Da machen Sie im Juli 200 Millionen, stellen Sie zur Verfügung. Es bringt überhaupt nichts. Und dann gucken Sie sich doch mal die Schulklassen an. Da sollten Sie vielleicht mal hingehen, wie es da aussieht, zumindest in den öffentlichen und staatlichen Schulen, da, wo meine Kinder selbstverständlich hingehen. Kannst du dir nicht ausdenken, was da abgelaufen ist. Zunächst einmal zur Personalie Maas. Der ist in seiner Amtszeit vor allem darüber aufgefallen, beim Vertuschen der Aufklärung der NSU-Morde, bei völligen Fehlleistungen, bei der Aufklärung des schrecklichen Attentates auf den Weihnachtsmarkt, und er ist auffällig geworden beim Verbreiten von Halb- und Unwahrheiten. All das ist schon Grund genug, ihn rauszuschmeißen. Sie sitzen ja hier in Ihrer ganzen braunen Pracht ohne Masken, bewusst. Das will ich Ihnen mal sagen. Und ich frage mich, Sie klagen gegen den Bundestag wegen der Maskenpflicht. Und Sie meinen, nur weil Sie Abgeordnete sind, müssen Sie sich nicht so verhalten wie der Rest der Menschen, die morgens mit Masken in der U-Bahn sitzen. Sie sind nichts Besseres, um das hier mal klar zu sagen, nur weil Sie Abgeordnete sind. Und ich frage mich bei Ihnen schon, es sind über 80.000 Leute mittlerweile an Covid-19 gestorben. Es sind jeden Tag Pflegekräfte, die sich im wahrsten Sinne des Wortes um ihre Gesundheit schuften. Herr Kollege, was sagen Koppel. Sie eigentlich diesen Leuten? Koppel. Gucken Sie denen mal ins Gesicht, wenn die ihren braunen Klamauk hier Herr sehen. Kollege, das ist Koppel. So daneben. Was sagen Sie eigentlich diesen Menschen? Ich will mal daran erinnern, dass hier Leute, Kassiererinnen, gefeuert werden, wenn sie 70 Cent Pfandbons einstecken. Und in der Logik, die Sie aufgeführt haben, müsste diese Kassiererin, die 70 Cent einstecken kann, sofort zur Marktleiterin befördert werden. Und dann kommt die andere Kollegin und sagt, ja, Marktleiter ist aber ein bisschen viel. Und dann wird sie zur stellvertretenden Marktleiterin gemacht. Das kann doch nicht allen Ernstes Politik sein. Und was Sie hier auftragen, Gott bewahre uns davor, dass Sie irgendwas zu sagen haben in diesem Land im Sinne der Angehörigen der vielen Toten. Allerletzte.